Mein Fail des Tages, ich habe alles schon mal gesagt und habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ganz toll. Deswegen fangen wir einfach nochmal an. So, mit was ich als erstes starten möchte, ist, ich hatte vor kurzem eine Veranstaltung, da waren wir drei Caller, zwei tolle Kollegen und hatten irgendwie zwei Mixer und 25 Millionen Kabel. Eigentlich hätten wir drei Mixer haben sollen, für jeden Caller einen. Also Spaß beiseite, wir waren wirklich zu dritt und hatten zwei Mixer. Wir hatten einmal. Ich habe hier extra mein iPad. Wir hatten diesen Bose T4S Mixer und wir hatten Hilton auf der Bühne stehen. Meine Stimme lief über den Mixer, meine Musik über den Mixer. Warum? Weil wir nicht genügend Anschlüsse hatten. Wir waren aber nur drei Caller. Ich dachte eigentlich, so ein Problem entsteht ab 10 Callern oder sowas. Ich will aber gar nicht über die Mixer und wie die funktionieren und alles reden. Da gibt es viel zu viele Leute, die viel mehr wissen als ich. Sondern worauf ich hinaus möchte, ist, mach es den Liedern auf der Bühne so einfach wie möglich. Ich hatte irgendwie diesen Bose-Mixer, von dem ich keine Ahnung habe. Und um den zu bedienen, muss man irgendwie in so ein Menü rein. Und dann muss man ins Untermenü und vom Untermenü ins Untermenü und immer so weiter. Der Antrag für den Antragsformular. Und dann speichern und dann funktioniert es. Und dann hast du hier noch so kleine Regelchen, wo du dann schön zielen musst, damit du auch ja deine Stimme findest. Ich weiß, klingt so wie der alte Mann, aber ach, wir haben Drehknöpfe, die können wir anfassen und drehen. Es gibt kein Menü, sondern es geht einfach. Heißt eigentlich, wir hatten so viel Technik auf dem Tisch zu dritt, dass der komplette Tisch voller Technik war, voller Kabel war, voller ich weiß nicht was und der Fokus, der war nicht mehr da, wo er sein sollte, bei den Tänzern. Das ist blöd. Deswegen mein Tipp an alle Caller: Schaut, dass ihr es den Kollegen so einfach wie möglich macht, damit die sich auf die Tänzer konzentrieren können und nicht erstmal gucken müssen, welchen Regler muss ich jetzt wo drehen, damit ich irgendwas verändere. Klar, man hat einmal die Einstellung drin, aber manchmal ist vielleicht einfach das Lied leise und dann muss man es lauter drehen oder wenn man denkt, komm, jetzt brauche ich mehr Stimme, weil nach 4 Stunden Callen ist meine Stimme schwächer geworden. Ich weiß es ja nicht. Aber mein Tipp ist einfach, kauft euch Mixer, die eventuell alle bedienen können, ohne dass man vorher ein Studium gemacht haben muss. Ich organisiere zum Beispiel die Spring Jamboree dieses Jahr. Wir sind, weiß ich, 20 Lieder oder sowas. Wir haben überall die tollen Bose-Lautsprecher, die wirklich einen tollen Klang haben und die ich wirklich mag. Und auf der Bühne haben wir einfach die Emma stehen. Warum? Nicht, weil die Emma das beste Gerät ist und den schönsten Klang hat, was sie gar nicht hat, sondern weil man sie halt einfach bedienen kann. Jeder kennt sie, reinstecken und so. Ich habe auch schon ein Video darüber gemacht, als ich in diese Mixerwelt eingestiegen bin, weil die ist relativ neu für mich und ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Deswegen war ich auch leicht überfordert mit diesem Mixer. Ich habe mir einen Mixer gekauft, der Knöpfe hat, haptische Knöpfe, wo du einfach anlangst und drehst und tust und es funktioniert. Ohne Menü, Menü und Submenü und ich weiß nicht, hast du nicht gesehen. Deswegen, wenn ihr mit Call on Call, so wie mit mir zum Beispiel oder vielleicht auch mit anderen Callern, die in der Mixerwelt relativ neu sind, dann tut ihnen doch den Gefallen und stellt einen Mixer auf die Bühne, den eventuell jeder bedienen kann. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Leute, die diesen Bose-Mixer haben, der wirklich top ist. Und wenn man einen zeigt, wie der funktioniert, dann wird man den auch irgendwann bedienen können. Aber in der Hektik mit einem neuen Mixer, mit einem Display, weil der digital ist, das zu bedienen, ist echt schwierig. Deswegen, wir haben keinen Standard mehr. Wir kriegen langsam so einen Lautsprecherstandard, weil doch ganz viele Lieder mittlerweile mit dem Bose-System arbeiten. Das finde ich top. Daumen hoch. Und bei den Mixern ist es schwierig. Da ist gerade so ein bisschen Dschungel und alles ist wild und wenn es schon wild ist und Dschungel ist, dann versuchen wir doch wenigstens einen Dschungel zu finden, durch den die meisten sich durchkämpfen können. Deswegen mein Tipp: Kauft euch einen Mixer, der einfach zu bedienen ist und versucht auf dem Tisch so wenig Technik wie möglich hinzustellen, damit der Fokus nicht da ist, sondern bei den Tänzern, damit der Spaß größer ist. Vielen Dank fürs Zuhören.